Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Elder Scrolls 5 Skyrim für die Switch. Endlich geht's weiter. Ist lange her, dass ich einen neuen Part aufgenommen habe. Hab ja neulich die Restored, sage ich jetzt mal, Aufnahmen gemacht, wo ich den Story-Inhalt sozusagen nachgestellt habe von den Aufnahmen, die beschädigt waren. Jetzt geht's endlich mit dem richtigen Charakter weiter. Ich habe so keine Ahnung, wo wir uns gerade befinden, aber beliebige Taste fortfahren. Ja, mit letztem Spielstand fortfahren. Musik. Schöne Musik. Und ganz viele Tipps. Yay. Genau, wie ich vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Mal Video erwähnt habe. Auf jeden Fall, es kommen, ich gebe mir wirklich Mühe, dass jetzt regelmäßiger Videos kommen, aber die haben teilweise so eine, die brauchen teilweise einfach echt lange zum Hochladen, weil sie eine enorm hohe Qualität haben. Die Dateien einfach groß sind. Wenn ich sie fertig gerendert habe und ich die Dateien nicht irgendwie fünfmal durchrendern will, weil A, darunter die Qualität leidet und B, naja, das auch ganz schön viel Zeit kostet. Und ja. Deswegen. Man sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig. Ah, genau, deswegen. Gibt's ja halt nicht so. Naja, nicht so viel. Von dem. Fürchtet euch Ja. nicht, ob Drache Cool. oder Riese, wir werden mit allem Genau, und fertig. deswegen, ja. Gibt's für hin und wieder meistens am Wochenende keine Seht Videos. ihr? Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früheren Ära. Es muss sich um die Kopie einer noch älteren Schrift handeln. Möglicherweise stammt sie aus der Zeit direkt nach dem Drachenkrieg. Falls ja, könnte ich aus späteren Schriften Querverweise zu den Namen erstellen. Gut. Ich bin froh, dass ihr Fortschritte macht. Meine Auftraggeber wollen ein paar handfeste Antworten. Oh, keine Angst. Der Jarl interessiert sich nun endlich persönlich dafür. Also kann ich dieser Forschung nun den Großteil meiner Zeit widmen. Die Zeit fliegt dahin, Farengar. Vergesst das nicht. Dies ist keine bloße theoretische Frage. Die Drachen sind zurückgekehrt. Ja, keine Sorge. Obwohl die Möglichkeit, einen lebendigen Drachen aus der Nähe zu sehen, natürlich unglaublich wertvoll wäre. Nun, Ihr habt dann Besuch. will ich euch etwas anderes zeigen. Äußerst faszinierend. Auch eure Arbeitgeber dürften daran interessiert sein. Ach ja, der Schützling des Jarl. Zurück aus dem Ödsturzhügelgrab? Und ihr seid nicht tot, wie mir scheint. Ah, der Drachenstein vom Ödsturzhügelgrab. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Nun, hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man im Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Ihr seid ins Ödsturz-Hügelgrab gegangen und habt das geholt? Nicht schlecht. Schickt mir einfach ein Exemplar, Farengar. Wenn ihr es entziffert habt. Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Beruhig dich, Farengar. Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Helgen, von einem Drachen vernichtet. Los. Das ist kaum zu glauben. Na ja, Balguf. Ich rede mal mit dir. Noch nicht. Ach ja.
Irelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irelet. Ups. Ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut. Enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Alter. Ich möchte, dass ihr Irelet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Jawohl. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Faringar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveliki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Cool. Ich sollte mitkommen. Ich wollte diesen Drachen nur zu gerne sehen. Cool. Nein. Durchsuchen Truhe. Ich kann es mir nicht lassen. Cool. Ein. Euch beide zu verlieren. Ich diene Schnauze, Proventos. Oh. So, ihr seid unwichtig. Objekte, Bekleidung. So, ich muss jetzt mal angucken, was wir haben. Folterer, Kapuze und Reckengewand natürlich. Genau. Die erhöht die Gesundheit, also Arkane Verzauberer entzaubern. Alte Nordstreitaxt der Kälte. Ja. Stahldolch der Schwächung? Nee, erstmal nicht. Kind des niederen Ritters? Nee, den lasse ich mal noch da. Ja, vielleicht kann ich tatsächlich sogar was verzaubern. Ich habe, nee, keine Sehensteine. Okay, ciao. Dann bringt das noch nichts, irgendwas zu verzaubern. Wir haben mal, Weißlauf wird von einem Drachen angegriffen, oder besser sagt der Wachturm von Weißlauf. Und das werden wir uns jetzt erstmal genauer ansehen. Ja. Ansonsten habe ich gerade noch privat so ein kleines Mini-Projekt laufen, nämlich ist es mein Ziel, Pokémon Sonne einmal so richtig, richtig schön mit einem Team aus einem Haufen starker Pokémon, das ich mir selbst zusammengestellt habe, durchzuspielen. Deswegen habe ich mich sozusagen beschlossen, aus allen Generationen unterschiedliche Pokémon heranzuzüchten. Und, oh my goodness, Irelet, du brauchst echt lange. Ja, wir warten hier mal, dann kann ich in Ruhe erzählen. Na, da ist sie schon, dann kann ich ja vorlaufen. Und dann da in Ruhe erzählen. Deswegen habe ich jetzt angefangen, Pokémon Schwarz zu spielen und parallel dazu angefangen, Pokémon Gelb zu spielen. Ich habe ungefähr gleich viel Zeit in beiden Spielen verbracht. Ja, also ungefähr ist das natürlich relativ gesagt. Ich habe natürlich wesentlich mehr Zeit in Schwarz verbracht im Endeffekt. Oder? Ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall würde ich sagen, also man merkt deutlich den Unterschied zwischen den alten Spielen, also erste Generation Pokémon Gelb und Pokémon Schwarz, fünfte Generation. Ich habe jetzt in Pokémon Gelb, habe mir jetzt ein einigermaßen funktionierendes Team zusammengeschustert aus
super starken Pikachu, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe Pikachu nämlich seine einzige Elektroattacke vergessen lassen. Also muss ich jetzt erstmal die ganze Zeit mit Pikachu hochpushen, dass es wieder den Elektroattacke erlernt. Und ich habe jetzt ein ziemlich starkes Pikachu. Ein Taubsi, das ich fast gemacht habe. Das braucht noch zwei Level und diese Samen habe ich mir jetzt abgerüstet auf Level 5, 13 oder 14, aber einigermaßen starkes mit groß, glaube ich, auf Level 13, 14 oder so. Hab schon den zweiten Orden halt, weil ich auch das Level 26 Pikachu habe. Aber nein. Ja genau, da werde ich Pikachu auf eine sechste Generation übertragen. Und dann. Ich lass mich jetzt aus, fertig erzählen, Ingrid. Genau, und dann werde ich halt Pikachu und Pokémon Schwarz habe ich mit Otter Royal Starter genommen. Das ist jetzt gut, so hier haben wir jetzt angefangen. Nach der gleichen Zeit wohlgemerkt, Level 46. Und habe mir einen, auf Schwarz 2 habe ich mir jetzt einen Iroh gefangen. Auf Level 3 war das, glaube ich. Oder ne, auf Level 5. Habe ich rübergetauscht, sobald man tauschen konnte. Seitdem habe ich das auch trainiert, habe jetzt auch ein Level 51 Kari. Beides Pokémon in der gleichen Zeit. Ich habe jetzt in Pokémon Gelb den zweiten Orden. Und Pokémon Schwarz bin ich jetzt kurz vorm 8. Ja. Die neuen Generationen sind leicht da. Fliegt zu schnell, den können wir nicht erwischen. Hört auf, eure Pfeile zu verballern. Wenn er in Angriffsposition geht, dann können wir ihn in Ruhe beballern. Ah, wir mullen hier, yeah, sehr gut. So. Ja, ja. Wir werden uns alle nach Sovngarde schicken. Und er hat mich gegessen. Scheiße. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachen. Ja, ich dachte eigentlich, ich stünde mit ausreichend Abstand zu dem Drachen, aber was soll's. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Noch, oh mein Gott, nicht schon wieder. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Gott, ich hasse das Ungemoddete. Alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Das ist voll nervig. Das macht die. Das muss man einfach. Dann muss man nur ständig selber speichern. Das ist voll kacke. Wozu gibt es schließlich Konsolenbefehle, die, indem man zur Not speichern kann? Indem man, naja, oder, ja, indem man einfach zur Not auf Konsole öffnen drückt, wenn man zu wenig Leben hat. Und dann macht man sich halt kurz unverwundbar oder sowas, wenn man in dieser Animation versteckt. Und man tötet den Drachen, bevor die Animation ausführen kann. Oder ist ein Käse. Oder man installiert sich einfach eine Autosave-Mod, die alle, ich weiß nicht, irgendwie 20, 30 Sekunden ein Autosave macht und man so, oder in jeder neuen Questphase bitte, ein Autosave.
Autosave-Mod, also das generell ein paar gute Autosave-Mods für die Switch-Version wären ja ganz hilfreich. So. Ist langweilig. Ist langweilig. Los, kommt schon, ihr Dussel. Ja, was auch schade ist, ist, dass man hier nicht mit dem Master Shed, weil jetzt so macht, Strahlen abschießt. Dann wäre das Master Shed tatsächlich noch Master Schwertiger, aber ich glaube, das hätte man in der Skyrim Engine nicht durchbringen können. Das hätte die Skyrim Engine nicht gepackt. Schnauze, ihre Lädt. Ja. Wo's macht hinne? Danke. Jetzt kommt wieder der Typ mit Roki und Thor raus. Genau. Roki und Thor hat es erwischt. So, da. Drache. Bemulnir. So. Ich hätte speichern sollen, fällt mir gerade ein. Epische Musik. Ha, sehr gut. Einfach nur das machen. Zack, los. So. Du bist auch nicht gerade unsterblich. Ja, ich weiß, ein Drache kann nur sterben, wenn er von einem Drachenblut getötet wird. Aber... die Lektion wird Mumulnir wohl auch noch lernen. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas. Lasst einen Brief. Das Drachen auch nicht und starb das. Das war's dann wohl. Ich muss los. Niemals in die Nähe eines Drachenmauls kommen. Wenn ihr keine unsterblichen Objekte seid. Nein, du frisst mich nicht, du Dussel. Nein! Hallo, ich habe auf B gedrückt. Okay, dieser Drache ist ein Hacker. Denn ich habe eindeutig auf B auf meinem Kack-Controller gedrückt. Und dann wäre ich eigentlich ins Menü gekommen. Und das wäre passiert gewesen. Die Kacke nochmal. Ey, ich drehe gleich durch. Ehrlich. Nein, tut mir leid. Deswegen spiele ich Skyrim am PC immer gemoddet und hol mir vor diesem ersten Kampf mit Mjolnir erstmal einen Haufen hardcore gemoddeter, super kranker Ausrüstung. Weißt du, was der nervigste Kampf ist? Weil diese scheiß Speicherungen alle nicht klappen. Meine Fresse, ey. Aber das ist generell so ein Problem, was mich in Videospielen aufregt. So diese Reset-Möglichkeiten und Reset-Spots, wenn man mal versagt, sind quasi nicht vorhanden vernünftig. Es gibt es in keinem Spiel. Also nicht mal in Pokémon klappt das gut. Ja? Da ist man, da verliert der Charakter sofort den der Tüdelüt und so. Ja. So. Wir speichern mal. Erstmal schnell speichern. Zack. So. Roki und Thor hat das erwischt. Ja, ja, bla bla bla. Er kommt zurück. Cool. Objekte, Zaubertränke. Hier gibt es doch ganz viele Tränke drin. Super.
Ja. Dieser Krieg ist genauso dumm. Von wem hat der Drache jetzt gerade Schaden bekommen? Außer mir und dem Dusse ist ja keine. Oh mein Gott, ich liebe diese Musik. Kommt schon, Leute, das ist nicht so schwer, den Drachen zu töten. Aber sich mitdrehen ist scheinbar ganz schön schwer. Ich habe ja gespeichert, ne? Wenn er sich irgendeinen Vollidioten als Ziel genommen hat, nehmen wir mal Master Schwert und hauen ihn mal mit dem Schwert so ein bisschen. Machen keinen Ärger. Ich weiß, mag er nicht, aber. Zack, Nordbogen. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Und ich finde es erstaunlich, dass das Master Schwert, das von Nintendo ins Spiel eingefügt wird, schlechter aussieht und schwächer ist als das Master Schwert, das von Fans durch Mods in Skyrim zugefügt wird. Ja, am PC gibt es nämlich ganz schön viele tolle Zelda-Mods und sie sind. Also da ist das Master Schwert wesentlich besser als hier, da ist es halt wirklich das heilige Schwert, das das Böse verbannt und macht halt dann irgendwie 180 Schaden und unser Master Schwert macht halt irgendwie zu wenig. Nicht genügend. Geringe Marke, was war? Gift der Lähmung. Stopp. Genau, Dovahkiin, nein. Schnauze, Pfeile, sehr gut. Drachenknochen, oh. Oh, Weißlauf, Wachenhelm, nee. Nee, nee. Masterschwert, zack. Und ich kann wieder nicht rennen, das ist ja super. Wie viel Geld habe ich denn? Zu wenig. Genau, Magie, Kräfte, nicht Stimme des Kaisers, sondern unerbittliche Macht. Auf geht's, wir marschieren mal schnell zum Jarl. Stunden später. Hier ist eine verkugelte Leiche, nein, herrlich, wie schön. Ein Eisenkriegshammer. Klar, nehmen wir auch gleich mal mit. Nehmen alles mit, bringt Geld. Wir können ja sowieso gar nicht laufen. Cool. Jo, das machen wir, Drachenblüter. Huch, jetzt habe ich Stuck auf so einen Käse. Ja. Cool. Ich kann schreien, wie schön. Das wird jetzt erstmal ein bisschen dauern und ich habe keine Lust zu schneiden. Einfach nur weil. Ja. Ja, ich trage viel und kann nicht rennen. Ist das nicht schön? Was ich halt echt dämlich finde, ist, dass man wirklich in Skyrim am Anfang immer echt viel Geld ausgeben muss, bevor man eine private Truhe bekommt. Auch einer der Gründe, warum ich die PC-Version bevorzuge, wo ich mir halt am Anfang direkt eine eigene. Ah, kann ich mir dann direkt irgendwie eine eigene Truhe besorgen? Mir fällt gerade ein, wir haben ja eine
quasi eine eigene Truhe, die wir benutzen können, oder? Nee, es ist nicht unsere eigene Truhe dann. Das ist nervig. Da hinten ist Weißlauf, man kann es schon sehen. Laufer, guck mal, du hast doch hier das coole Reckengewand an. Das ist euch doch garantiert die Tarnkraft, weil da so viele gute Taschen dran sind. Wäre halt auch logisch, aber naja. Ja, genau, wir gucken jetzt mal hier unser Master Schwert an, was das hier so kann. Das ist das offizielle Master Schwert von Nintendo. Macht 15. Und mal, auf welche Art und Weise erhält man es? Genau, man muss dafür Geld ausgeben und sich Amiibos holen. Oder man muss dafür irgendwo auf irgendeinen Berg hochklettern und findet es dann in einer Truhe. Wie bekommt man die Masterschwerter von den Mods? Entweder muss man sich natürlich selber craften. Das passiert, da gibt es auch einige Mods, wo man halt sich einfach ein Masterschwert craften kann. Und so schmieden. Das ist dann natürlich lame. Oder es gibt welche, wo du einen Ort besuchen musst, der sehr, sehr der Zitadelle der Zeit ähnelt, wo das Masterschwert in einem Sockel steckt. Also. Ja. Die Masterschwerter machen dann auch ordentlich Schaden. So, wir sind fast da. Wuhu. Kann ich endlich Klumps verkaufen? Super. Lavinia kommt auch mit. Da vorne, da kann ich Zeugs verkaufen bei dem Typen. Bei dem Typen verkaufe ich jetzt nur Zeugs sozusagen so, dass ich wieder schnell laufen kann und schnell reisen kann. Ja. Jemand hat nach mir gerufen. Genau. Ja, genau, deswegen hat auch mir Mulnir am Ende gesagt, als er gestorben ist. Dovahkiin! Nein! Ja, Schnauze. Was? Du bist nicht storyrelevant. Ciao. Bücher, Arvels Tagebuch, Brief eines Freundes. Aha. Cool. Wir haben gerade eine neue Quest bekommen durch den Brief, glaube ich. Kümmern wir uns später drum. Ey, da steht mir mein dummer Gaul. Super. Ist auch echt super, dass man erstmal eine Mod braucht, um seinen scheiß Gaul rufen zu können. Mit dem man dann schneller sich fortbewegen kann. Was halt echt dämlich ist. Man braucht erst eine verdammte Mod dafür. Risat, ja, hier. Genau, der handelt mit allem. Hier, nimm mal den ganzen alten Nordmist, den ich nicht brauche. Eisenkriegshammer kann ich auch nicht gebrauchen. Jagdbogen. Alter Nordbogen ist besser als Jagdbogen. Langbogen kann ich auch nicht gebrauchen. Ockisches Schwert ist schön, aber Meisterschwert ist besser. Spitzhacke brauche ich. Stab der Zombies brauche ich. Stahl durch die Schwächung. Ja, nee, brauche ich auch erstmal noch so ein bisschen. Amulett von Ständer. Gewicht 1. Bringt mir aber Geld weg damit. Talos. Amulett von Arkheim, behalte ich mir alles, behalte ich. Pates Armschienen können weg, Pates Schickern weg. Steinrüstung, Schwerrüstung brauche ich nicht. Ganz viel davon behalte ich auch, behalte ich. Das eine Bier kann ich auch verkaufen. Amnethysten, die können weg, die bringen nichts. Granatstein, zack. Achso, die muss ich noch irgendwie füllen, die Sehensteine. Aber ansonsten. Zack. Cool, Risat. Super. Ich kann mich wieder schnell bewegen. Yay!
Ich klinge wie ein kleines Kind, ich weiß. Und ich muss, glaube ich, auch schon bald aufhören. Und ich kann heute nur ein Part aufnehmen. Mein Hals fühlt sich schon wieder an wie aus Sandpapier. Ehrlich, das ist nicht schön. Und so langsam wird es auch echt spät oder besser gesagt echt früh. Es ist schon 2 Uhr morgens durch. Das ist auch nicht die unbedingt ideale Zeit. Ja. Ja, cool, ciao. Ja, wir gucken jetzt nochmal, was wir so für Quests haben. Aufstieg der Drachen. Goldene Klaue müssen wir noch zu Lukan bringen. Genau, und Energiequelle in den hohen Torruinen finden. Und der kaiserlichen Armee beitreten, auch noch ganz wichtig. Genau, Schnauze. Da gäbe es auch noch eine Quest, auf die habe ich auch gerade keinen Bock. Ja, armer alter Bettler kriegt ein Goldstück. Genau. Machen wir auch ein andermal. Jetzt latsche ich noch kurz vor die Drachenfeste und dann. Genau. Ja, Priester von Talos. Jawohl, und dann würde ich sagen, an dieser Stelle, das war's mit dem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.